Hallo, willkommen. Da sind wir beim nächsten Talk von Jugend hackt hier beim RC3 auf der wundervollen X-Hain-Lichtung Live-Bühne. Ich freue mich sehr, dass Sandra jetzt hier bei mir ist. Und ja, wir werden uns jetzt fast eine Stunde lang unterhalten über eine Sache, die wir gemeinschaftlich dieses Jahr begonnen haben. Hallo erstmal. Ja, hallo Philipp. Ja, danke für die Einladung, jetzt hier mit den Talk mit dir zu machen, beziehungsweise mal so ein bisschen reinzuluschern, was ich da die letzten Monate gemacht habe. Genau. Wir können uns immer ganz kurz vorstellen und dann steigen wir direkt darin ein. Aber Film-Gizmo ist dein Name und wer jetzt gelesen hat, worum es geht bei dem Talk, es hat mit Film zu tun. Genau. Ich sag mal kurz nochmal, ich bin Philipp, ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation in Berlin. Wir sind gemeinsam mit Mediale Pfade, die zwei Vereine, die hinter dem Projekt Jugend hackt stehen, das es schon seit 8 Jahren gibt. Genau, und wenn es was zu erzählen gibt bei Jugend hackt, dann mache ich das auch oft, wie so auch hier auf dem Kongress. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass man sich in echt sieht in unserer Wiki-Packer-WG, das ist ja so ein bisschen die Assembly-Bühne, Orbit, wie auch immer es dieses Jahr heißt, der Ort ist, wo Jugend hackt und andere coole Projekte wie die Wikimedia oder so sich treffen. Aber so geht es ja auch. Und Genau. das Visuelle ist ja auch dein Medium, Sandra, ne? Ja, genau. Ich mache Filme. Vielleicht ist der eine oder dem anderen auch schon mal mein letzter Film untergekommen, All Creatures Welcome, den ich ja über den großen Kongress, über den CCC, beziehungsweise über die Communities, die sich da tummeln. Das ist ja nicht alles der CCC, sondern es ist ja ein großes Come-Together aus verschiedenen gemacht habe. Und genau, in dieser Funktion, denke ich, bin ich, glaube ich, auch von euch angesprochen worden. Das stimmt. Also wir wollten, das ist jetzt kein Geheimnis, wir wollten was gedreht haben über Jugend hackt und haben dann so ein bisschen überlegt, wer könnte das machen. Und da war der Weg gar nicht weit zu dir, weil natürlich dieses All Creatures Welcome, also ich sage jetzt nochmal, wer das nicht kennt, man findet es auf Media CCC. Du hast es ja, waren 2018 auf dem Kongress, glaube ich, war die Premiere, glaube ich, wenn ich das Genau. nicht falsch im Kopf habe. Er war Ja. ein ganz toller, Ja. ich glaube, ungefähr anderthalbstündiger Film über Kongress und Camp 2015, Ja, genau. Also 2016. genau, es ging mir da in dem Film eher auch um zu zeigen, es ging mir um eine Utopie, wie digitale Gesellschaft auch funktionieren kann. Und genau, heißt All Creatures Welcome und findet sich auch überall. Der ist seit 2018 quasi frei verfügbar unter einer Creative Commons Lizenz, wie auch alles, was wir jetzt hier machen für Jugendhackt, auch Ich blende unter jetzt dieser gerade noch mal Lizenz. deine Homepage ein, wo man den natürlich auch findet und auch deine anderen Arbeiten. Genau, und Genau. weil du so einen schönen Film über das Chaos gemacht hast und dich auch seitdem auch gut darin auskennst, dachten wir, du bist doch die richtige Person, um auch bei Jugend hackt mit Kamera und mit Ideen vorbeizukommen. Sorry, ich muss jetzt mal in unser Pad gucken, wer jetzt eigentlich Was wir was hier so. erzählt. Ja. Genau. Ich sag mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass wir dachten, wir brauchen was Filmisches. Im letzten Jahr hat sich, glaube ich, das Berliner Jugendhackteam, also sozusagen die Festangestellten, nur, glaube ich, einmal so richtig gesehen. Wir haben es nämlich irgendwie in so einer Corona-Panikpause im Sommer geschafft, einmal uns für 3 Tage in Brandenburg zum kreativen Nachdenken zusammenzufinden. Und haben dann, wie das immer so ist bei so Projekten, gedacht, wie kommen wir weiter an Geld? Wir müssen Anträge stellen, hatten also einen Antragsschreibe-Ideen-Marathon und hatten sozusagen im Vorfeld recherchiert, wo gibt es Geld und wie könnten wir das bekommen? Und da haben dann der Daniel Seitz und ich, glaube ich, wir waren so in verschiedenen Teams zusammengesetzt und am Ende blieben zwei halbe Ideen übrig. Das eine war, Jugend hackt braucht jetzt in dieser Pandemie einen virtuellen Ort, um stattzufinden. Das andere war, wir haben doch früher so viele Filme gedreht, so auf den Events, wo die sich total tolle so Zeitkapseln sind, wo die Leute erzählen und man darüber redet, was Jugend hackt eigentlich ist. Das müssten wir eigentlich auch mal wieder machen. Und dann haben wir sozusagen geguckt und es gab das Projekt Neustart Kultur von der Kulturstiftung des Bundes, wo es genau darum ging, irgendwelche
solche Sachen zu fördern. Haben das eingereicht, haben gedacht, das kriegen wir eh nicht, weil wir kein Theater sind und also alle anderen, die da eingereicht haben, sind halt so Kulturinstitutionen. Und dann kommen wir Nerds daher, aber dann haben wir das bekommen. Also haben wir ein bisschen Geld dafür bekommen. Und die eine Hälfte, die damit passiert ist, das hatten wir vorhin in den Talk schon erzählt, ist die Alpaca World. Das heißt, genau inspiriert vom Kongress, wo wir genau vor einem Jahr gesehen haben, ach wie geil, Work Adventure, diese 2D-Welt, das ist ja noch viel besser. Wir hatten vorher gedacht, wir machen das in Minecraft oder irgendwie sowas und wurden dann total davon überzeugt, wir wollen das darin machen, einen Begegnungsort, der dann ja auch sozusagen schon in verschiedenen Formen immer wieder neu auf Events dieses Jahr eingesetzt wurde. Und das andere war natürlich, wir wollen darin zeigen, was Jugendhakt eigentlich ist. Wir wollen die Leute porträtieren und auch ein bisschen die Themen, die bei Jugendhakt wichtig sind. Und dann sind wir zu dir gekommen, Sandra. Genau. Da wurde mir wieder mal ein Geschenk gemacht, dass ich in so eine Welt eintauchen konnte. Ich bin ja, wie du es auch schon sagtest, irgendwie mittlerweile auch seit jetzt 2014, auch dann auch nach dem Film noch regelmäßig immer im Chaos unterwegs. Wird mich jetzt vielleicht auch als Teil dessen bezeichnen, eingesaugt worden. Aber Jugendhakt ist dann... ist auch Teil dessen, aber es ist auch immer nochmals in eigene kleine Welten und das ist schon was Besonderes, wenn man da dann so eintauchen kann und mitmachen kann und beziehungsweise sich das mal genauer angucken kann. Und wir hatten dann eben auch in Anlehnung, dass es ja jetzt auch diese digitalen Welten gibt, auch für Jugendhakt in der Work Adventure, dann irgendwie hat sich diese Idee von kleinen Porträts beziehungsweise diese kleinen Dokumentationen, die ihr eh schon habt von vergangenen Events, die sich dann aber in dem, was sie sind, auch immer wieder wiederholen. Irgendwie sowas hatte ich mir überlegt, etwas Übergeordneteres zu machen, was so ein bisschen dieses Netzwerk, die Entwicklung dessen auch aufzeigt. Und da ein größeres Bild einfach aufzumachen, auch vielleicht mit den alten Sachen, um sie wieder einzubinden, weil da findet man mittlerweile auch ganz interessante kleine Schätzchen, weil die Dinge werden älter und die Menschen werden älter und da verändern sich auch Sachen und das sozusagen alles mal in einen Rahmen zu gießen und da vielleicht eine Art interaktiven kleinen Film in der Work Adventure stattfinden zu lassen, auch noch mit anderen Elementen, die dann eher spielerisch sind und die man vielleicht aber auch, und mal schauen, ob sowas dann später irgendwann mal passiert, auch nochmal erweitern kann und wo Leute einfach ihren eigenen Teil dazu reingeben können. Ob sie Filmemacherin sind oder nicht, ist dabei ziemlich egal. Genau. Ja. Und jetzt will ich noch mal kurz eine Anmerkung machen, weil das ist mir dann vorher noch mal so aufgefallen, dachte ich, Paroquitos Werk habe ich nicht 2017 in Rohschnitt gezeigt auf dem Kongress und dachte mir hinterher, das mache ich nie wieder. Und jetzt haben wir heute schon wieder irgendwie unfertige Rohschnittschnipsel, die nicht fertig geschnitten sind, die in keinem fertigen Rahmen sind, die irgendwie auch die Farben nicht stimmen und der Ton nicht richtig gemischt ist. Vielleicht ist es auch einfach egal, weil wir hatten jetzt Lust, das zu zeigen. Ich wollte es nur mal anmerken, weil ich vorhin gemerkt habe, ich bin mal wieder über mich selber gestolpert. genau, das ist vielleicht nochmal, was ich sagen wollte. Und haben wir das gesagt, dass wir jetzt so Filmausschnitte zeigen? Ja, haben wir gesagt. Ich glaube, wir haben es angekündigt. Ich kriege das jetzt gerade. Es steht in der Beschreibung und wir haben auf jeden Fall Leute, die sehr neugierig sind, was du gemacht hast, auch damit gelockt. Aber ich wollte auch nochmal sagen, ich glaube, gerade in diesem Rahmen ist es auch sozusagen das Unfertige und der Blick in die Werkstatt ist ja eigentlich auch so ein Standardding im Chaos. Also Beta-Test. Genau, und ich glaube auch, als Künstlerin ist es dann vielleicht nochmal, du musst dazu sagen, wenn irgendwas noch nicht fertig ist, allein damit dir denn niemand antwortet, warum sind die Farben denn so komisch und so, ja, das habe ich doch gesagt, aber ich glaube, alle sind hier an Beta-Versionen und an Tests auch gewöhnt und ich finde es auch schön, dass du uns da jetzt hier den Einblick gewährst und das macht dir auch einfach dann Lust auf mehr. Und ich glaube, aber es ist ja noch eine Sache, die anders ist.
das hast du kurz gesagt, aber ich hoffe, es ist da noch rübergekommen. Es wird ja nicht so ein Monolith von Filmen sein, Ja. sondern es ist was Luftigeres. Genau, es sind viele kleine Filme, die sich aber in der Work Adventure, wo wir auch Teile dafür extra bauen, die dann dazu passen und die natürlich dann da auch insgesamt eine Geschichte erzählen. Also das ist der Rahmen und da finden sich dann kleine Filmchen drin wieder, die dann auch, es wird aber auch so ein Empfehlungssystem geben, dass man auch einfach, wenn man faul ist, sich da durchleiten lassen kann oder man entdeckt es eben selbst und guckt sich an, entscheidet selber, was man sich angucken möchte und was vielleicht auch nicht. Und das wird eher so ein, ja, so ein interaktiv ist das, ist es, interaktiv ist vielleicht irgendwie zu großes Wort, aber es ist etwas, wo man selber aktiv werden kann, um sich die Sachen dann auszuwählen. Und es sind eher kleine Filmchen, die dann zu sehen sein werden. Und viele kleine Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln. Und ich finde es ja auch ganz interessant, Philipp, weil du hast ja selber noch nicht wirklich was gesehen. Das ist ja hier Beta-Beta-Test. Ein bisschen was habt ihr ja schon geguckt, aber vieles ist ja mal schnell eben noch fertig geworden. Und das werden wir jetzt zusammen gucken. Und ich weiß nicht, ich dachte, wir fangen vielleicht mal da an, wo alles angefangen hat, nämlich im Jugendkulturzentrum Königstadt. Das ist im Prenzlauer Berg. Das kannte ich vorher auch nicht. Ein ganz toller Ort. Und da hat das erste Jugendhakt stattgefunden, damals waren 2013. Und wir haben uns da getroffen. Liv hatte das vorhin gerade schon im Talk vorher angekündigt. Liv hat netterweise quasi das Interview für mich übernommen, weil ich diese Situation eines Interviews eigentlich immer gerne vermeide und mir lieber Leute dazu hole, die das dann machen. Und Liv hat sich mit Maria, die ja damals irgendwie noch bei der OKF gearbeitet hat, Maria Reimers und Daniel Zeitz getroffen und hat quasi sich da an diesem Ort erinnert. Und ich würde jetzt sagen, Philipp, wir gucken einfach den ersten kleinen Mini-Ausschnitt, eine Minute. Mach den doch einfach mal an. Würde man den durchdrehen, wenn hier. Wir hatten auch eine geile Installation. Man konnte von der Tür, von der Veranda, hier auf der Wand, auf dem Aufzug, konnte man Alpaka Space Invader spielen. Das war ziemlich gut. Das stimmt. Ich war richtig lange nicht mehr hier. Ja, aber es ist immer noch ein guter Ort. Ist ja auch schon 10 Jahre her. Ah, ich habe so einen krassen Flashback gerade, wie wir hier sitzen. Das ist wirklich krass. Also ich denke so an diese ersten Veranstaltungen, ja, wie so die Stimmung war. Und ich kann mich daran erinnern, es gab so eine Situation, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, da stand oben ein Klavier und ein Junge hat irgendwie eine Pause genommen oder genutzt oder wie auch immer. Er saß jedenfalls einfach am Klavier mit dem Smartphone auf seinem Oberschenkel und hat irgendwie was gespielt. Und das war so ein total schönes Sinnbild für mich für, die sind halt einfach awesome. Die sind halt alle die Zukunft. So, es ist halt total angenehm und haben super diverse Interessen und vielleicht muss man auch gar nicht immer einfach was beibringen. So, vielleicht reicht es auch einfach, Raum zu geben. Ja, so ein kleiner Mini-Ausschnitt, vielleicht zum Einstieg. Ich habe ich sag mal ganz kurz, warum ich den ausgesucht habe zum Einstieg und dann würde ich gerne auch, vielleicht willst du auch noch was dazu sagen, weil dieses Ganze ist natürlich schon irgendwie so, ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte, aber auch mir wurde der Raum eingeräumt, auch zu sehen, was kann ich damit tun. Und dieses Motto, was kommt danach, was ja dieses Jahr quasi gesetzt war für Jugendhakt, und einfach nochmal weiter zu interpretieren, war für mich, das hat sich ganz schnell eingestellt, dass ich das weiter interpretiert habe, sagen wir es mal so, dass die Frage, wie hat sich zum Beispiel Jugendhakt, also was kam danach, nach der Gründung, wie hat sich das weiterentwickelt, wie würden die TeilnehmerInnen auch von Jugendhakt beeinflusst? Also wie sieht denn jetzt diese neue Generation der HackerInnen? Also jetzt gibt es das ja nun schon irgendwie 8 Jahre. Was hat das für einen Einfluss auf diese ganzen digitalen Communities
das fand ich dann auf einmal ganz einleuchtend, dass es eigentlich darum auch gehen muss. Total. Sorry, dass ich gerade kurz abgelenkt war, weil unser Pad ist, glaube ich, gerade abgestürzt. Echt? Bei mir ist es noch da. Den Lad ist nicht neu, in dem unser Ablauf steht für unseren Talk. Wenn jemand von den OKFN-Admins zuguckt, bitte mal eben den Server neu starten. Ich habe erst mal gehört, dass unser Pad abgeschmiert ist. Sorry, aber wir kriegen das hin. Nee, aber ich fand es total super auch, dass du ja Liv, die ja relativ neu seit ein, zwei Jahren als Teilnehmerin dabei ist, sozusagen genommen hast, um auf diese Brücke zu schlagen, mit sozusagen da, wo alles angefangen hat, zum Zeitpunkt, wo sie ja noch gar nicht dabei war, wo ich auch noch nicht bei Jugendhack dabei war, sozusagen mit den Leuten, mit denen es angefangen hat und an dem Ort. Also ich habe so den Eindruck, bei All Creatures Welcome ist so dein verbindendes Element ja die Seitenstraße, ne? diese Rohrpost da. Und du hast jetzt hier als verbindendes Element, glaube ich, auch eher so verschiedene Menschen, die einem denn von einem Inhalt zum nächsten bringen, oder? Ja. Das finde ich super. Ja, ja, also das ergibt sich dann automatisch, glaube ich, auch. Und das, also Liv hatte ich halt gebeten, ob sie dieses Gespräch führen kann. Dann hat Liv auch nochmal ein längeres Gespräch mit Karl geführt, auch sehr interessant über den Kulturaustausch ins Ausland. Da muss ich ja auch widersprechen, nur rein digital ist nicht gut. Muss schon auch persönlich stattfinden. Man kann ja wirklich vielleicht, Liv hatte das noch angemerkt, mit dem Schiff dahin fahren. Das wäre doch auch mal was. Oder mit dem Zug, nicht ganz so weit vielleicht. Aber das war auch tatsächlich sehr interessant. Das habe ich jetzt heute ein bisschen ausgespart. Das ist vielleicht eher so ein, kommt noch. Da könnt ihr euch noch drauf freuen. Und so geht es dann von einem zum nächsten. Liv hat ja dieses Event in Berlin auch moderiert, auch zum ersten Mal. Genau, und so, es ist sowieso so, dann es kennen sich ja auch alle und es wuseln alle ständig wieder ineinander hinein und auseinander heraus und unterhalten sich da mit dem oder mit der. Das hat sich dann aber auch von alleine ergeben, ja. 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 Hast du dein Pad wieder? Besser. Ich habe das Pad wieder, also es war wohl nur ein ganz kurzer Ausfall. Ich habe es auch zwischenzeitlich mal schnell gesaved, damit es nicht ganz so schwindet und wir hier lost im luftleeren Raum stehen. Genau, aber um zu sehen, dachte ich mir, was danach kommt, wollte ich auch eben mal schauen, was kommt denn eigentlich davor? Ja. Oder was geht dem eigentlich vorweg? Und dazu können wir vielleicht diesen zweiten Ausschnitt gucken, so ein bisschen mehr als 2 Minuten, ein Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Maria, Daniel und Liv. Und das eigentlich 35, 40 Minuten lang ist. Mhm. Und was es dann nachher auch so in der Form, wer alles wissen möchte, kann auch nachher alles wissen. Auch das wird es geben, dass wir so verschiedene Formen haben. Dass es eben diese kurzen Varianten gibt, aber eben halt auch mal, vielleicht wenn es wirklich interessant ist, alles, wenn man möchte. Auch vielleicht nur als Audio, weil es geht auch gut als Podcast. Das ist ja Multimedia, wie man das so damals verstanden hat. Ne? Sorry. Okay, Guma, wir gucken mal in den Ausschnitt rein. Mhm. Einfach irgendwie damals viele gute Gründe, Jugendhack aufzusammeln, weil im Chaos-Netzwerk war das für mich nicht so sichtbar, dass es so junge Strukturen gibt, an die man so einfach andocken kann. Es kam mir irgendwie vor, als müsste man irgendwie erst sehr viel wissen und sein. So. Und das war ein weiteres Ding, warum das auf der Straße lag. Das gab es halt nicht. Und es gab irgendwie Jugendforscht und Jugendmusiziert und so. Also dieses Ganze eher so, ich sag mal, hochbildungsbürgerliche und irgendwie so dieses... Ja, was gibt es denn eigentlich in der Subkultur an Jugendförderung? Das gab es nicht. Und es lag auch auf der Straße, weil mein Freund Softwareentwickler ist und ich durch diese private Beziehung gemerkt habe, dass das eine coole Idee gewesen wäre in seiner Jugend. So. Und deshalb freue ich mich total, dass es das jetzt gibt und dass so eine neue Generation ranwächst, für die es halt das in der Jugend gibt. Ja, das finde ich toll. Als ich 13 war, gab es so eine Zeit, jetzt rückblickend, so, da hätte ich alles werden können, da hätte ich alles sein können. So, das war irgendwie so eine Zeit, da hatte ich so alle Fenster offen und ich hätte auch
anfangen können, mich für Physik und Chemie zu interessieren, wenn ich nicht so wirklich unterirdische Lehrerinnen und Lehrer in diesen Fächern gehabt hätte. Und naja, das ist ja auch so dieses Alter, was Jugendhakt anspricht. Und das war einfach so, die Idee war so, einen Fast-Track zu haben. Ja. So, das ist das eine. Und das andere, das war so im Sommer 2013, dann kam dieses Video von Edward Snowden aus diesem Hotelzimmer. Und ich weiß halt noch, wie ich zu Hause im Bett lag und des Morgens das quasi mein Handy angeschaut habe und dachte, oh Gott, so, wir sind irgendwie mitten im Zeitgeist. So mit diesem, der hatte auch eine zutiefst informelle Bildung, möchte ich es mal nennen. So, alles sich selber beigebracht und so das Weltbild beigebogen. Und auch, das gehört ihm nicht allein, ne? Man steht immer auf den Schultern von irgendwem anders und bildet dann so in sich seine eigenen Erkenntnisse. Aber es war so, ja, ein perfekter Sturm, würde ich sagen. So, ich habe dich eben stumm geschaltet, muss nochmal selber klicken. Sandra, ich wollte nur verhindern, dass wir reinlabern. Ja, danke, das ist nett von dir. Ja, der perfekte Sturm, Philipp. Ja, das sieht auch, also erstmal, okay, also erstmal sieht es alles super aus für mich. Ich bin ja ganz beeindruckt, wie schick das immer ausschaut. Aber ja, der perfekte Sturm. Also das war ja so ein bisschen die richtige Zeit, ne? Das fängst du damit ein, irgendwie alles kam zusammen. Und ich habe auch so den Eindruck, dieser Frust, von dem Maria da gesprochen hat, das ist ja auch eine Sache, die sich noch nicht so richtig geändert hat. Ne? Also gerade eben im Talk haben wir wieder die Frage gekriegt, was kann Jugendhack tun, damit die Schulen besser digitalisiert werden. Also irgendwie hat sich die Welt weiter gedreht, aber es sind nicht weniger Punkte geworden, wo man das Gefühl hat, eigentlich muss man es angehen. Das finde ich. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob sich seit dem Startschuss der Grund, warum man das machen muss, irgendwie auch geändert hat nochmal? Also ich meine, du bist ja wirklich irgendwie noch nicht, wie lange bist du jetzt dabei, Philipp? Ich bin 3 Jahre bei Jugendhack. Ne? Ich habe aber, was sich so ergibt, glaube ich, das kann man so ein bisschen aus der Arbeit erzählen, das ist, glaube ich, auch ganz normal, man fängt erstmal an und trägt das weiter, was man sozusagen lernt. Ne? Man hat sich ja gut vorbereitet beim Bewerbungsgespräch, dann wird man eingearbeitet und muss ganz viel lesen und wird dann irgendwie selber zum Botschafter dieser Sache, bei der man jetzt neu dabei ist. Und am Anfang macht man die Sachen so by the book, so nach dem Motto, ich gucke immer nochmal nach, was eigentlich genau unser Mission Statement ist und wiederhole das dann einfach und irgendwann verfängt sich das ja bei einem. Und ich glaube, das verändert sich dann auch dadurch, dass neue Leute hinzukommen und mitreden bei Jugendhack, so ist es ja auch gedacht. Und da fällt mir auf jeden Fall ein, dass wir so ein paar, man braucht ja immer so Texte, so was ist Jugendhack? Das hat irgendjemand mal geschrieben, ist unklar wer, vor 8 Jahren. Und dann holt man das raus und denkt sich, das müssen wir jetzt einfach mal überarbeiten. Ne? Also wir hatten eben im Talk gesagt, wir haben den Code of Conduct überarbeitet. Wir haben aber auch so ein paar allgemeine Texte, die wir immer wieder copy-pasted haben, überarbeitet, weil wir dachten, vielleicht ist es ja nicht mehr ganz so. Also ganz am Anfang stand, glaube ich, wirklich so die Idee, wohin mit den ganzen armen Nerdkindern? Das ist auch immer noch wichtig, aber ich glaube, wichtig geworden ist ja auch nicht nur nach dem Motto, wir geben all diesen Leuten, die daran Interesse haben, einen Ort, sondern wir bringen sie auch zusammen mit Leuten, die noch nicht genau wissen, ob das was für sie ist. Ne? Also und alle lernen dann voneinander, ne? Also die einen wie die anderen. Und ich glaube, das haben wir jetzt so über die Zeit mit vielen neuen Inputs bei uns im Team und bei uns im Netzwerk und auch von den Jugendlichen und von den MentorInnen, schärfen wir das immer so ein bisschen nach. Also irgendwie, ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du jetzt junge TeilnehmerInnen hast, die jetzt, wir fangen ja bei 12 an, das heißt, die waren, als Jugendhack begonnen hat und die Snowden-Geschichte war, da waren die ja noch nicht mal im Kindergarten. Das heißt, das ist für die auch nicht mehr das Event oder so. Das sind halt andere Sachen. Und wir hatten damals auch kein TikTok und kein dies, das. Und ich glaube, das ist genau das Interessante da, denn genau wie auch ich will jetzt gar nicht sagen, so wie der CCC oder wie alle Wesen, die sich da organisieren, man bleibt ja auch immer dran und sucht sich dann halt die neuen Sachen. Und, das finde ich extrem super da, denn dass es eben nicht nur ein paar Erwachsene sind, die irgendwie weiterverwalten, was sich ein paar Leute visionär ausgedacht haben, sondern dass das einfach ein ständiges Updaten ist mit Leuten in der Zielgruppe und allen. So im Abgleich dann auch mit denen, die das bespielen, ne? Mit den TeilnehmerInnen und den Bedürfnissen danach. Aber ich glaube tatsächlich auch Snowden ist passiert und Snowden hat einen Einfluss gehabt, aber besser. So, also dass man sagen würde, so und dafür ist es jetzt alles besser geworden, das ist halt auch immer noch nicht der Fall. Und die Arbeit ist da nach wie vor sehr wichtig in diese Richtung.
Ja, aber wir können ja mal reinhören, was so TeilnehmerInnen sagen, die jetzt zum ersten Mal dabei waren, bei dem einzigen Live-Event, das es letztes Jahr, dieses Jahr gab. Das ist Morgane, die ist 14 Jahre alt, Noah 12 und Melina 11, kurz vor 12, also sie war auch mit ihrem Bruder da. Und wir können ja mal reinhören, was die so dazu zu sagen haben. Also zwei Minuten. Sorry, ich will, weil es ja eigentlich noch Vicky Packer ist, da waren wir letztes Jahr haben wir so getan, als wäre so eine Art drittes Programm aus den 80ern, will ich jetzt eigentlich auch sagen, what's up? Ja, bitte. What's up? Ich habe mich schon vor ein paar Jahren gefragt, okay, wenn ich einen Computer programmiere, wie bringe ich ihm bei, dass ich ihm etwas einprogrammieren kann? Das fand ich super spannend. Und dann, ich habe vor 2, 3 Jahren Scratch angefangen und jedes Mal danach dachte ich mir so, oh Gott, scheiße, wie komplex muss das bitte sein? Und das kann man ja auf ganz, ganz andere Dimensionen übertragen. Also ihr habt ja momentan kein JavaScript und ohne JavaScript müsstet ihr 15 verschiedene Seiten machen. Und das ist ein bisschen zu viel. Und auch in der Schule hättest du wahrscheinlich keine Person, die dir das tatsächlich beibringen kann. Also zumindest bei meiner Schule nicht. Deswegen, hier gibt es so viele fachkundige Leute und das hilft einfach. Bevor jemand das Spiel gespielt hat, ist das Ergebnis ja immer erstmal null. Okay, dann schreiben wir jede Frage, wenn die richtig, dann kriegst du einen Punkt mehr. Genau, wir schreiben eine neue Funktion. Also eine Variable für jede, die immer erhöht wird. Erhöhe Variable um 1, wenn richtige Antwort. Genau. Okay. Genau. Bei uns in der Schule sind so, du bist jemand, der nicht so viel mit Technik am Hut hat, weil ich halt, keine Ahnung, nicht Instagram, TikTok und Co. habe. Ich finde das einfach nicht spannend, weil was soll ich damit? Ich finde es spannend zu wissen, was dahinter passiert. Ich finde die Algorithmen dahinter spannend. Genau. Gut, ich sehe, hier baut gerade die Gruppe neben uns auf. Genau, die Quizzies mit ihrem Projekt, wie viel Verschwörung steckt in dir? Ja, deswegen freue ich mich auch so sehr hier drauf, weil das ist eine ganz andere Ebene des Umgangs mit dem Computer. Läuft es noch aus. Ja, ich höre da total raus und ich glaube, das zieht sich auch durch die Jahre, durch die Generation, der Frust mit dem Lernen in der Schule. Also, und auch, dass man da, selbst wenn man sozusagen eigentlich alles, was sozusagen in der Bildung ja erhofft ist, dass Leute selbst aktiv was wissen wollen und mehr wollen und dann aber da einfach nichts passiert, ne, für sie. Das ist natürlich schade. Ja, das ist interessant, weil ich habe auch Gespräche geführt, da kommt auch später noch was mit Leuten, die einfach seit 2013, seit dem ersten Mal dabei waren und schon damals das Gleiche erlebt haben. Und 8 Jahre später hat sich da scheinbar immer noch nicht viel, also nicht nur politisch hat sich wenig getan an der Stelle, sondern eben halt auch in der Schule. Und das betrifft einerseits dann die Möglichkeiten, das Angebot, da wirklich auch was zu Informatik, was zum Programmieren, zu vielleicht zum Making oder sonst was, zu lernen, zum Selbstgestalten dieser digitalen Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite aber eben auch das Lernen an sich, wie wird gelernt? Also, ne, also jetzt nochmal, ich musste vorhin auch ich habe euch ja zugehört bei dem Talk vorher, auch nochmal dran denken, wie die Lehrerin gefragt hat, ob die Schulen da was von übernehmen könnten. Vielleicht sollten sie das, was als erstes gesagt wurde, auch mal Raum schaffen. Mhm. Vielleicht reicht das an vielen Stellen auch schon. Raum schaffen und wirklich überlegen, wo, an welchen Stellen ist diese Art von Konkurrenz und Bewertung und notwendig und wo vielleicht nur hinderlich. Ja. Nee, also ich müsste mit sagen, wir sind ja auch sehr, wir wollen ja auch, dass alle Erkenntnisse weitertragen. Also wir haben vor Jahren ja schon dieses Handbuch rausgebracht zu Jugendhackathons. Das ist nicht mehr ganz frisch, das überarbeiten wir nächstes Jahr mal wieder. Da kann man sich immer noch viele Sachen rausziehen. Also wir fangen jetzt, das ist auch eine Sache, siehst du, habe ich vergessen, im Talk vorhin zu sagen,
Wir hauen eine Reihe von OERs, also Open Educational Resources, raus, so Workshop-Ideen, die wir mit den Labs entwickelt haben dieses Jahr. Das heißt, Jugendhackt will nicht nur alles mit Jugendhackt machen, sondern wenn wir irgendwie eine Sache haben, wo wir denken, das ist eine gute Idee, das funktioniert, das kann man sich mal in Teilen von inspirieren lassen, dann hauen wir das halt auch raus. Ne? Also unsere Hoffnung ist, dass es sich dann auch verfängt, selbst wenn es dann nicht auf dem Event in Berlin ist, sondern irgendwo anders. Aber das ist natürlich ein Aufruf an andere Erwachsene, diese Räume zu schaffen und natürlich dann auch zu gucken und aktiv nachzufragen, wo finde ich Ideen, um diese zu gestalten. Genau. Also und ich finde auch so diese Frage, wie lernt man, also da könnten wir schon ans nächste Video mal anschließen. Da sehen wir gleich Jana. Jana ist jetzt seit 2014 schon bei Jugendhackt als Teilnehmerin und ist jetzt aber Mentorin mittlerweile und studiert selber Informatik in Karlsruhe und wird uns jetzt mal ein bisschen was zum Lernen erzählen. Ich wusste ihren Namen nicht, aber und zwar, sie ist schon ein paar Mal bei Jugendhackt gewesen. Ihr erstes Jugendhackt-Camp fand sie aber doof. Das zweite fand sie ganz okay. Und das dritte fand sie gut. Genau. Und dann hat sie ganz viele Jugendhackt-Camps mitgenommen, sogar eins in Indien. Und sie studiert gerade in Karlsruhe Informatik. Und man muss dazu sagen, ich würde sagen, die beste Lehrerin, die ich in meiner kompletten Schullaufbahn hatte, war meine Informatiklehrerin. Ich hatte sehr, sehr guten Informatikunterricht, der sehr verständlich war. Aber trotzdem, am Ende hast du halt immer die Prüfung und das hast du hier halt nicht. Also du hast zwar am Ende diese Präsentation, aber was du präsentierst, ist ja vollkommen offen. Und es geht nicht darum, am Ende ein perfektes Produkt vorzustellen. Also im Gegenteil, ich glaube, die beste Präsentation, die ich am Ende von einem Hackathon hatte, war, wir haben kein Produkt, lass uns erzählen, warum. Wir sind so und so und so und so gefailt. Und alle fanden es gut. Und es hat total Spaß gemacht, diese Präsentation zu halten, obwohl es eigentlich ja nicht das ist, was dir eingebläut wird, was du eigentlich machen sollst, gerade wenn man so von Schule kommt. Ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt versuche, etwas zu lernen, damit ich es danach bulimieartig wieder auf einer Klausur wiedergeben kann, oder ob ich versuche, etwas zu lernen, weil ich Lust drauf habe. Und ich fand das während meiner Schulzeit total angenehm, immer wieder auf Jugendhackt zu fahren, weil du halt einfach ein Wochenende zusammen bist mit lauter Menschen, die einfach Bock haben. Und das hast du halt in der Schule nicht. Da sind Menschen, die da sind, weil sie da sein müssen, die in deinem Unterricht sind, weil sie sein müssen. Du hast selten Unterricht, wo alle richtig Lust drauf haben. Und selbst wenn du Unterricht hast, wo alle Lust drauf haben, ich glaube, bei Jugendhackt haben die Leute mehr Lust. Das ist schön. Also... Ich muss auch gerade nochmal anschließend sagen, genau vor einem Jahr habe ich ja mit Jana und anderen auch einen Talk gemacht hier auf dem Kongress zum Thema Informatikstudium. Das empfehle ich einfach auch nochmal als Nachguckempfehlung. Ich finde mal bei uns über die Webseite, findet man aber auch auf media.ccc.de. Da gibt es sozusagen nochmal mehr darüber, ne? Genau, und formal ist es, ich habe das natürlich auch gesehen und ich finde es ganz toll. Und es sind ja so Sachen, die sind dann oft über eine Stunde lang und das ist dann, vielleicht interessiert es den einen, die andere nicht und andersrum. Und wir werden aber diese Art von, wie ich schon sagte, dieses Netzwerk an Informationen und interessanten Videos und Bildern und Filmen und so, die man finden kann, dann auch mit den einzelnen Sachen verlinken. Also wir würden jetzt zum Beispiel bei so einem Filmchen von Jana dann auch den Talk dazu verlinken, damit das heißt, man den auch findet. Es geht dir auch sozusagen darum, mit deinem neuen Filmmaterial alles miteinander zu verknüpfen, was es so gibt, ne? Ja, ihr seid so reichhaltig, das geht gar nicht anders. Und das wäre schade, da gibt es einige Schätze zu heben. Das lohnt sich dann da auch mal drin rumzubühlen. Vor allem auch für Leute, die Jugendhackt nicht so kennen oder die sich vielleicht erst kennengelernt haben. Mhm. Ja. Aber warum macht Jugendhackt mehr Spaß als Schule, Philipp? Jana, das sagte, immer mehr Spaß, auch wenn Schule. So, warum? Also bei uns gibt es ja ganz bewusst diese Geschichte, die Eltern sind nicht dabei, die LehrerInnen sind nicht dabei, alle dürfen nur am Ende dann mal gucken, am Sonntag, wenn es vorgestellt wird. Bei den Labs werden natürlich auch sozusagen diese Leute nicht reingelassen, ganz bewusst. Ich erinnere mich auch noch mal einmal, als wir auf Austausch waren und Jugendhackt quasi in Indien gemacht haben, Jana war auch dabei, mussten wir aktiv die dortigen Lehrerinnen, die unbedingt dabei sein wollten, bei ihren Schülerinnen und Schülern rauswerfen. Die haben das nicht verstanden. Und ich glaube, wir versuchen, diesen Druck wegzunehmen. Also das ist schon so eine Sache. Und in der Schule halt auch oft die Tatsache, dass
dass du direkt bewertet wirst, ne? Dass du kriegst halt die Note auf deinen Test und so weiter. Du ist dir vielleicht auch peinlich, gegenüber der Klasse einen Fehler zu machen und so weiter. Und das, ich mache jetzt mal die Überleitung, die du willst, glaube ich, ne? Mit der Fehlerkultur. Wir das bei Jugendhakt immer wieder dazu sagen. Also, und das gilt auch nicht nur für die Jugendlichen, sondern es gilt auch für die Erwachsenen, dass wir einfach davon ausgehen, dass wir alle Fehler machen, aber dass wir dann daraus lernen. Und das ist nicht eine Sache, für die man sich schämt und die dann sozusagen zu Punktabzug führt, sondern irgendwie immer eine Chance zu sagen, ja, da schauen wir jetzt mal gemeinsam drauf und finden raus, wie es denn besser geht. Aber mit einem positiven Effekt für alle. Ja, ich habe das auch so, wenn ich mir so überlege, was habe ich so gesehen, was habe ich erlebt, was macht es dann aus? Ich glaube, das ist einerseits auch Teil des Code of Conduct, dass man da auch so einen Rahmen hat, dass das da möglich ist. Also es wird schon gut miteinander umgegangen und dann habt ihr ja auch immer diese MentorInnenrunden, die ich, glaube ich, auch sehr wichtig finde. Auch da ist schon auch bei den Erwachsenen, ne, also so etabliert, dass man halt auch sagen kann, hey, in meiner Gruppe läuft es jetzt nicht so gut, bräuchte vielleicht mal Unterstützung oder was kann ich denn besser machen? Und einfach dieses Voneinander lernen und sich gegenseitig helfen und sich vielleicht, glaube ich, auch, da gab es, das habe ich jetzt als Ausschnitt nicht dabei, aber Maria hat es sehr schön erzählt, wie einige MentorInnen auch manchmal in die Krise geraten, wenn sie merken, wie gut diese jungen Menschen sind. Und da auch ganz viel eben von den jungen Menschen lernen können und diese Offenheit, dass sich uns gegenseitig was beibringen, was lernen, ist, glaube ich, irgendwie so ein grundlegendes Element. Und diese Fehlerkultur, die halt eben auch, die ist halt einfach in der Hackerkultur, glaube ich, auch stark vorhanden, dass man. Ich glaube, das muss man eher dann noch als Erwachsener unlearnen, einfach auch zu sagen, ich weiß es nicht. Und dann, wir können das ja mal zusammen rausfinden oder wir fragen mal jemanden, der es weiß. Dass es auch einfach total normal ist, das finde ich halt gut und sehr wichtig. Und wir versuchen es ja möglichst hierarchiearm bei uns zu machen und die MentorInnen lernen von den Jugendlichen und umgekehrt. Und wie du schon sagst, der Code of Conduct, der gilt ja auch für alle. Das ist ja nicht nur so, liebe Jugendliche, bitte seid so, sondern alle müssen aufeinander Acht geben. Und da ist dann auch ganz wichtig, bei der Fehlerkultur, wenn jemand was falsch macht, dass es natürlich nicht okay ist, sich dann darüber lustig zu machen oder darüber zu lachen oder jemand anders zu sagen, war ja doof, dass du da was falsch gemacht hast, sondern ja, sich davon zu befreien. Und ich glaube, das ist eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt, würde ich sagen. Und für alle Gutes, ja. Ja. Und da ist jetzt halt irgendwie, um jetzt vielleicht irgendwie schon wieder zum nächsten Punkt zu kommen, damit wir hier noch durchkommen. Ich habe nämlich gerade mal auf die Uhr geguckt. Zum Thema, wer macht denn eigentlich mit bei Jugendhakt? Und da ist natürlich das Knowledge, das Können, die eigene psychische Disposition oder wo kommt man her, was hat man von zu Hause mitbekommen, irgendwie, glaube ich, auch nochmal ein großes Thema. Okay. Und vielleicht gucken wir da mal in den nächsten Filmausschnitt rein. Right. Ich bin Jugendhakt angemeldet habe, war meine Mutter, ja, also das klingt ja total spannend, du magst ja auch gerne programmieren, aber glaubst du nicht, dass das so komisch ist, wenn dann da irgendwie nur so Jungs sind? Und also die wollte jetzt gar nicht irgendwie blöd sein oder so, aber ich glaube, die hatte einfach in ihrem Kopf so eine ganz andere Vorstellung davon, was das ist. Wenn man das Wort Hacken hört, denkt man ja vielleicht wirklich eher so ein bisschen so an, sitzt irgendwie im Keller und redet nicht. Aber ich glaube, dass ihr das auch ganz gut geschafft habt, irgendwie diese Wortbedeutung so ein bisschen zu wandeln, dass das irgendwie bedeutet, sich kreativ mit Sachen auseinanderzusetzen und so. Es gibt da jetzt aber ja zum Beispiel, habt ihr ja auch immer so Initiativen für Diversity, zum Beispiel auch diese Diversity-Plätze. Wie ist es denn zum Beispiel dazu gekommen? Wichtig war uns halt schon immer irgendwie nicht zu beschreiben, was ist, sondern halt zu schauen, wo wollen wir hin so und was finden wir für eine Gesellschaft in Ordnung oder strebenswert. So. Und da ist halt, was Gender zum Beispiel angeht, ist halt, wollen wir natürlich das abbilden, was da ist in der Gesellschaft und nicht irgendwie weiterhin daran arbeiten, dass halt Jungs vor allem sich mit Technologie auseinandersetzen. Das hat uns wirklich schon immer
ganz stark beschäftigt, dem halt ein Gegennarrativ entgegenzusetzen und die Geschichte anders zu erzählen. Und genau, das funktioniert halt stark über Repräsentation. Und dann war natürlich schon immer so, dass wir eigentlich überbucht waren, also oftmals Jugendliche ablehnen mussten, leider. Und dann haben wir natürlich erstmal geguckt, okay, was sind dann Kriterien dafür? Und das war natürlich irgendwie Altersverteilung, vielleicht auf der Landkarte irgendwie eine Verteilung hinzubekommen, nicht nur aus Städten. Und dann aber natürlich, du hast eine ganz wichtige Sache gesagt. Wir geben unter anderem Mädchen verstärkt die Hand, damit es eben dieses mehr Selbstverständnis entwickelt. So, das war eine super gute Entscheidung. Genau, und man braucht halt irgendwie eine bestimmte Anzahl dann an Mädchen, dass sich das auch nicht anfühlt, als wäre man da das UFO in der Runde. Also wenn ich halt, wirst du wahrscheinlich mehr dazu sagen können. Also als ich auf jeden Fall, wenn ich da halt dann ankomme und erstmal stehe ich nur unter Jungs, dann kann es halt auch sein, dass ich sofort wieder rückwärts rausgehe als Mädchen. So. Und das war uns schon immer ein Anliegen, dann da wirklich einen Raum zu schaffen, wo man sich dann eben auch in der Community an Gleichgesinnten, an anderen Mädchen wohlfühlt. Das heißt ja nicht, dass ich dann nur mit Mädchen Projekte mache, aber zumindest fühle ich mich nicht als irgendwie nicht Teil dieser Gruppe. So. Und aber das ist auch sowas, was für mich Jugendhack so total definiert hat. Also ich habe in der 10. Klasse wollte ich noch einen Informatikkurs bei mir belegen. Ich hatte in der 8. und in der 9. Klasse hatte ich einen Informatikkurs. Und weil ich G9 hatte, war dann irgendwie in der 10. einfach so ein Loch. Aber ich wollte so gern weiter programmieren und dann bin ich in den Kurs aus der 11. Klasse durfte ich dann gehen. Ich glaube, es waren 10 Jungs und die waren alle so anderthalb Jahre älter als ich, vielleicht 2. Und alle waren irgendwie so ganz groß und hatten irgendwie einen Bart und ich war irgendwie 15 und konnte gar nicht so gut programmieren. Und da habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, wie du es gerade so meinst, so wie so ein UFO. So, dass die so ein bisschen so, kann die was? Und dass das auch so was war, wo ich immer total viel Angst hatte, dass ich mich so beweisen musste. Ja, langer Ausschnitt, aber auch wichtig, die Sache, ne? Mhm. Ja. Wichtiger Ausschnitt, finde ich auch. Und ich glaube auch, da müsste man in der Welt außerhalb von Jugendtakt auch immer noch mal ein bisschen nachhelfen, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe auch noch nicht so ein großes Zeitspektrum, wo ich diese Welt auch beobachte. Also ich glaube, beim CCC insgesamt ist ja auch, wir sind ja beim Kongress und wenn man die Kongresse anguckt, irgendwie ist das auch besser geworden. Aber tatsächlich diese und zwar nicht nur Mädchen oder junge Frauen, sondern überhaupt diverser. Also Jugendtag ist wesentlich diverser als alles andere, was ich jemals auf dem Kongress gesehen habe. Es gab ja auch jetzt in Berlin nochmal auch so eine Flüchtlingsgruppe, die mit aus Minden da war, einem Menschen, der sich da engagiert und die mitgebracht hat. Und Gendervielfalt und so, da ist das wirklich super divers, finde ich. Und das würde ich mir bei so einem großen Kongress schon auch mal ein bisschen mehr wünschen. Total. Also ich kann dir sagen, aus der Innenansicht ist uns das irgendwie, haben wir immer den Eindruck, wir schaffen nicht so viel, wie wir da wollen. Und dann gehen wir irgendwo hin und lassen uns beraten. Die sagen, bei euch ist doch schon ganz okay. Aber wir sind da immer sehr, sehr kritisch und sehr unzufrieden, wenn wir so denken, das sind jetzt immer noch nicht genügend Mädchen oder nicht überhaupt so diverse intersektionale Kriterien raus, weil wir uns auch klar sind, irgendwie nicht jeder kann bei sowas mitmachen. Also nicht jeder wird auch von seinen Eltern dahin gelassen oder selbst wenn wir das komplett kostenlos gestalten, kann nicht überzeugen, da hinzukommen oder erfährt das gar nicht erst, weil niemand dieser Person, diesem Jugendlichen irgendwie sowas überhaupt herantragen könnte. Ne? Also es ist doch noch ein größeres Feld. Wir sind auch tatsächlich auf dem Level, dass Diversity für uns nicht nur heißt mehr Mädchen, sondern dass es doch weitaus mehr Dimensionen da gibt, auch wenn das eine wichtige ist. Und haben jetzt seit einigen Schulungen intern tatsächlich auch ein bisschen das mehr unter dem Begriff Anti-Bias fahrend, was eigentlich derselbe Blick ist auf Diversity, nur eher so vielleicht aus einem organisierenden Team heraus. Also sozusagen auch die Bias, ich weiß nicht, wie man das richtig auf Deutsch sagt, die Vorteile und die eigene Position mehr zu reflektieren, auch sozusagen in dem, wo man es organisiert. Ne? Da kann man sich schön an so Playbook halten und sagen, wir laden jetzt mehr Mädchen ein und mehr Leute mit Migrationsgeschichte. Aber man sieht es vielleicht dann doch nicht, wenn man selber gar nicht irgendwie über irgendwas nachdenkt. Also das ist ein Prozess auch immer bei uns in den Teams
Und ich finde das, ja, da reden wir dann auch gerne mal drüber. Also wir sagen nicht nur irgendwie, hups, da haben wir es falsch gemacht, sondern sagen irgendwie, wir sind uns bewusst, dass wir nicht alles wissen. Und eine andere kleine Mini-Anekdote, auch mit Blick auf die Zeit, vielleicht muss man ein bisschen überziehen. Mich freut unglaublich, wie offen auch die Jugendlichen sind, die zu uns kommen, so was ihre geschlechtliche Identität angeht oder so, wo wir auch tatsächlich die Verantwortung haben, deren Geschlecht vielleicht nicht mit den Eltern zu teilen, weil wir zu den privilegierten Leuten gehören, die das erleben dürfen, so wie sie sind. Ne? Also das ist auch schon eine Sache, wo ich auch das Gefühl habe, man vertraut Jugendhakt und das fühlt sich auch sehr gut an, sozusagen, dass Jugendliche zu uns kommen und sagen, bei euch kann ich ja so sein, wie ich bin, in diesem Rahmen und auch als Ausprobieren oder als Erleben, auch wenn es nur das Wochenende ist, aber das ist ja auch ein weiteres Freiheitselement. Das finde ich ja dann auch sehr schön, dass das bei uns stattfinden kann. Ja, und ich glaube, da kann man auch vertrauen. Also es war jetzt jedenfalls mein Eindruck. Ich habe auch, also ihr seid auch die Ersten, die, es gibt ja, also das bringt mich dann, also ich würde den nächsten Filmausschnitt nämlich überspringen und ein Weiterhüpfen auf Sex bringt mich zu der Hacker-Ethik, wie sie sonst immer genannt wird, und bei euch konsequent und das erste Mal, dass ich das jetzt auch so erlebe, HackerInnen-Ethik. Also habe ich sonst in der Form ja schon oft gehört, aber nicht mit der Gender-Form dabei. Und das ist etwas, was man bei Jugendhakt schon auch in aller Konsequenz wirklich durchzieht. Ein kleiner Kritikpunkt. Für ältere Menschen könnte das Schild, wo es draufsteht, auf dem Pullover ein bisschen größer sein. Das habe ich ja schon mal gesagt. Bin ich mich direkt in Fettnäpfchen reingetreten. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr offen und sehr konsequent und ganz klar, dass das auch von allen so respektiert wird. Das ist so mein Erlebnis, was ich da hatte. Und das habe ich bei aller Offenheit im Chaos sonst oft nicht erlebt. Und das, also so in dieser Konsequenz. Und das ist toll. Und da kann man ja vielleicht auch mal dann noch einen Schritt weiter geht jetzt zu dieser Hackerinnen-Ethik. Da habe ich nämlich auch einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, was da auch so, so Rahmenbedingungen oder Rahmen, es ist ja auch immer so ein Input, so ein Rahmeninput gesetzt, der auch diese ganze Welt und dieses ganze Miteinander prägt. Und da wollen wir mal den nächsten Filmausschnitt gucken. Ist klar. Bei einem ersten Jugendhackt, auf dem ich war, hat am Anfang auch Frank Rieger vom CCC einen Vortrag über die HackerInnen-Ethik gehalten. Und das war für mich auch so der erste wirkliche Berührungspunkt mit der Frage, ich mache hier Dinge mit Computern, was kann ich damit machen, was kann ich denn damit auch Schlechtes machen und wie bewerte ich das und wie gehe ich damit um? Dahingehend hat mich Jugendhackt auf jeden Fall sehr politisiert und das war auch damals im TeilnehmerInnenkreis so ein bisschen eine Diskussion. Es gab da Einzelne, die der Meinung waren, Jugendhackt sollte unpolitisch sein und sollte keine Stellung zu politischen Themen beziehen und da haben wir uns dann halt auch ganz deutlich hingestellt und gesagt, nein, Code ist politisch und was man macht, ist politisch und deshalb sollten wir bei so einer Veranstaltung auch darüber reden, was das, was wir hier machen, denn mit der Welt, an der Welt verändert. Da hat der CCC den Einfluss ganz deutlich reingetragen. Ja. Es würde mich jetzt interessieren, das könnte man ja nachgucken, ob es da auch schon HackerInnen hieß oder Hacker. Also ich meine, den Vortrag von Frank gibt es, glaube ich, noch, weil ja auch die Connection so weit geht, dass sehr viel auch vom VOG übertragen wurde von Jugendhakt. Gerade aus den Anfangsjahren ist noch einiges verloren gegangen, glaube ich, bei einem unglücklichen, wollen Sie dieses YouTube-Konto löschen, Moment, von dem mir berichtet wurde. So ist das ja manchmal. Aber genau, also das Gendern oder Engendern mit dem Sternchen, das ist, glaube ich, von Anfang an bei uns so gewesen. Interessante Anekdote, dass mein Eindruck ist, dass dieses Jahr das Jahr war, wo es sozusagen
egal mit welchem Zeichen das jetzt Mainstream wurde, also mit irgendwelchen, ich habe hier Mac und mit einem OS-Update, jetzt wird irgendwann gegendert von meinem Betriebssystem und von irgendwelchen Firmen und so. Ich glaube, jetzt ist es angekommen, aber da muss man dann auch langen Atem haben. Das ist wahr, ja. Und an der Stelle aber würde mich interessieren, was vielleicht magst du noch mal ein bisschen was zu erzählen, was so als was ihr da so als Rahmen gesetzt habt. Also ich habe jetzt die HackerInnen-Ethik ausgewählt, aber es gibt ja auch immer Informationen zu Open Data. Und so, was würdest du denn jetzt so als die wichtigen Punkte nochmal herausheben wollen, die ihr da immer mitfüttert? Also ich glaube, in der HackerInnen-Ethik steckt ja schon sehr viel drin, weil es ja, auch wenn es ja wirklich nur eine Handvoll Regeln sind, ja sowohl es drin steht, wie dass alle willkommen sind, dass man, weiß ich nicht, sich fair und offen zu verhalten habe und dass natürlich das mit den offenen Daten sehr wichtig ist, ne? Und auf welcher Seite sozusagen dieser Gedankenband steht. Das mit den offenen Daten gehen wir natürlich immer mit. All diese Wissensvermittlungen, die bei Jugend hackt, denn zum Beispiel auf den Events direkt am Freitag passieren, haben sich auch gewandelt. Da gibt es halt immer wieder Vorlagen. Der eine hat den Vortrag gehalten und dann nochmal und dann nochmal. Gerade die HackerInnen-Ethik hat sich bei uns zu einem Spiel entwickelt, das wir dem beliebten Fernsehquiz 1, 2 oder 3 nachempfunden haben. Bei uns heißt es denn 0, 1 oder 2. Dann hat man dann auch gleich den Nerdwitz untergebracht, dass der Index bei 0 anfängt zu zählen und ist halt auch nicht in der Form von einem Vortrag, sondern in der Form von einem interaktiven Quiz. Ne? Warum? Wie würdet ihr in dieser Situation, da sind irgendwelche Daten, was macht ihr mit denen? Oder ihr habt den Zugriff hier drauf, was machen wir damit? Dass man darüber diskutiert. Und da gibt es auch nicht immer nur die eine richtige Lösung, sondern dann ist oft so die Frage, es kommt halt drauf an. Ja, und den Rest, den man mitkriegt, glaube ich, am Anfang bei Jugendhack sind dann noch eher so technische Geschichten, so wie funktioniert Git oder GitHub oder GitLab. Aber mein Eindruck ist, diese ja eigentlich aus einer Fiktion entstammenden Regeln, sozusagen aus der US-Hacker-Geschichte, die sich ja auch wesentlich, wie soll ich sagen, meiner Meinung nach kritischer, negativer entwickelt hat und gar nicht so bejahend dem ganzen Chaos. Ich glaube, das hat sich ja erst wirklich im deutschen CCC durchgesetzt. Finde ich schön, dass das irgendwie nach so langer Zeit, das ist ja auch bald 40 Jahre alt, mit ein paar Ergänzungen und so weiter, man sagen muss, das ist so formuliert, dass es auch jetzt noch funktioniert. Und ich finde es aber auch interessant, es gibt ja auch immer wieder Neuformulierungen des Ganzen und das diskutieren wir natürlich auch. Und vielleicht wäre es interessant, nochmal denn jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem, was wir denn jetzt über dein Filmmaterial aus diesen Gesprächen erfahren, weil jetzt sind sie dann aufgezeichnet. Es gibt ja viele Gespräche, die dann zwischen Tür und Angel passieren, die man dann vielleicht auch wieder vergisst, dass wir denn dann auch mal dazu kommen, zu sagen, was formulieren wir denn als eigene Ethik da? Und vieles davon aber kommt natürlich auch in diesem Code of Conduct drin vor. Also das ist nicht voneinander zu trennen. Ne? Also es sind beides mal Vorschläge und Ideen, wie wir sozusagen unsere Verantwortung auch sehen. Also Verantwortung ist, glaube ich, auch so ein Wort, was bei Jugendhackt denn da auch immer mit durchkommt. Ne? Also dieses, es macht alles Spaß, das ist wie bei Spider-Man. Ne? Also mit der Macht was zu tun, kommt halt die Verantwortung und eigentlich ist das auch so ganz wichtig. Ja, aber die Verantwortung eben, um nochmal zum Anfang zurückzugehen, ist manchmal auch eben den Platz zu lassen und nicht alles nur zu kontrollieren. Und das, glaube ich, dieses Spiel funktioniert ganz gut. Also einerseits Input zu geben, irgendwie so eine Guideline vielleicht auch irgendwie an die Hand zu reichen, irgendwie oder so ein auch so beizubringen, wie kann ich nachdenken, auch im Austausch der TeilnehmerInnen untereinander. Und ich finde es jetzt ganz interessant, was sozusagen, wir kommen jetzt in dem, es kommen noch zwei Punkte, einer ist noch was anderes dazwischen, aber die auch nochmal zeigen, was resultiert denn daraus, was kommt denn danach, nach dem, was ihr da reinfüttert und was ihr an Rahmen bietet und an Freiheiten bietet, was entsteht daraus? Und da würde ich sagen, gucken wir uns doch mal die kleine Geschichte von Malte an. Jugend hackt an sich
hat mein Leben verändert, so klischeehaft das auch ist, aber angefangen bei Sachen, die auch 2013 noch gar nicht so richtig Thema waren, aber diese ganze Diversitätssache gab es in meinem normalen Umfeld nicht. Also ich komme sowieso nicht aus diesem, wo die meisten hierher kommen, so aus diesem akademischen Umfeld oder sowas, sondern ich bin durch die Gemeinschaftsschule irgendwie durchgekommen. Also ich habe eigentlich ein anderes Umfeld gehabt, was auch so Sachen wie Beleidigungen angeht, wie bist du schwul oder was oder sowas. Und da hat Jugendtech mich über die Jahre dann doch schon sehr verändert. Und halt auch die Tatsache, dass ich jetzt Informatik studiere. Soweit ich weiß, müsste ich ein paar Generationen zurückgedacht der Erste sein, der studiert in meiner Familie. Und das ist ziemlich sicher auch nur Jugendhackt. Und deswegen habe ich auch weitergemacht als Mentor, weil das ist mir einfach wichtig, weil ich will eigentlich nicht, dass es weggeht. So, es hat mir so viel gebracht, in dem, wer ich als Persönlichkeit bin und auch vielleicht intellektuell, also das, was ich halt einfach machen will, das, was ich lernen will, hat es mich so viel weitergebracht, als ich wahrscheinlich jemals irgendwas in der Schule gemacht hätte. Ich bin schon fast wahrscheinlich ein unterdurchschnittlicher Schüler, was so meine Noten angeht und sowas. Das heißt, ich habe einfach gedacht, ich möchte das halt auch anderen gleich weiterbringen oder andere auf dieselbe Art irgendwie weiterbringen, beeinflussen, was auch immer da das richtige Wort ist. So. Lass dir Spaß, dass du sollst mich nicht siehst, um mich zu ärgern. Können Sie mir helfen? Ach, Malte ist super. Es freut mich total, was du von ihm da eingefangen hast. Also, und wie er das auch so sieht. Also, mich freut es ja bei jeder Person, die sich denn entscheidet, irgendwie, wenn sie volljährig ist, denn als Mentor oder Mentorin weiterzumachen, ist natürlich keine Pflicht oder so. Aber das sind schon so die, also, wo wir jetzt hier Reaction-Video spielen, ich sehe das ja jetzt auch zum ersten Mal, das sind halt schon so die Dinger, die dann in dem Moment, wo es manchmal auch eine langweilige Büroarbeit ist, Dinge vorzubereiten, einem dann auch wieder den Grund geben, weshalb man das macht. Ne? Also diese Events sind ja sozusagen die Highlights. Oh, manchmal ist es auch ein bisschen langweilig, wie bei jedem Job. Oder zieht sich. Kennst du ja vielleicht auch, wenn du was schneidest und es endlich fertig oder Anträge schreist. Das ist ja bei uns auch so. Und das ist dann so ein bisschen das Sahnehäubchen, wo wir uns dann auch sehr freuen. Aber ja, um zur Sache zu kommen, ja, finde ich voll super, was er sagt. Und auch nochmal so dieser Beweis, ne? Das ist ja gar nicht so für Einser-SchülerInnen oder Leute, die einfach schon alles wissen, ne? Genau. Also es geht immer auch, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht nur, das kann man auch nicht nur in Bezug auf Informatik irgendwie so denken, sondern es geht irgendwie darum, dass man Interessen finden muss, glaube ich. Und wenn einem das Spaß macht, was man macht, dann macht man das auch gerne. Und dann macht man das auch mit Leidenschaft, glaube ich. Und mit Engagement. Total. Und dieses Reinprügeln von Dingen. Also manche Sachen muss man vielleicht lernen, ne? aber manche Sachen sind auch einfach echt überflüssig, und diese Art, die Dinge reinzuprügeln ohne Spaß und an der Freude, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Falls die Lehrerin noch zuguckt, die vorher einen Tipp haben wollte. Also ich weiß nicht, da kann ich zu dieser Geschichte jetzt von Malte, war ich sehr angetan. Also musste ich auch tatsächlich nochmal an meinen Kameramann Jonas, mit dem ich ja bei euch war zum Drehen, der kannte das alles nicht, und wir dann irgendwie nach dem ersten Abend saßen wir da zusammen und dann sagt er so, ach, jetzt habe ich das Gefühl, die Welt geht vielleicht doch nicht unter. Das ist schön. Ja, also ich weiß nicht, jetzt haben wir schon zu spät. Vielleicht gucken wir noch das ganz letzte Video als Schlussvideo und lassen das zwischendrin weg, wo es eigentlich drum ging. Was auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt ist, ist dieser Kulturbegriff, wie der einfach sich weiter etabliert hat in der Welt, vielleicht auch durch Jugendhackt, und wie es nicht nur Jugendforscht gibt mittlerweile und Jugendmusiziert, sondern eben auch Jugendhackt, und der das ganze Hacken auf eine andere Ebene gehoben hat. Aber da müsst ihr euch dann später drauf freuen. Du musst jetzt noch sagen, was wir abspielen wollen. Das ist der letzte. Karl, genau. Okay, sorry, ich musste jetzt hier den richtigen Film öffnen. Ja. Dann spiele ich den jetzt mal ab. Gucken wir nochmal Karl. Das ist es, glaube ich. Pajubo. Hallo.
Wie geht's dir sonst so? Was machst du Studium? Gerade mache ich ja Prototype Fund. Echt, ja? Ja, ich habe 2 Projekte beim Prototype Fund gefördert bekommen. Ach, wie cool. Und also einmal so ein Projekt für gendergerechte Sprache, wo wir so halt so autokorrekturmäßig für Texte halt, wo du auf nicht gegenderte Begriffe hinweist. Und das andere, das zweite mache ich zusammen mit einem, den ich auch von Jugendhack kenne, Jaro. Ja. Da machen wir einen Audio-Editor für gesprochenes Wort. Was ich unfassbar gut an Jugendhack finde, ist halt eben dieses mit Code die Welt verbessern, dieser positive Ansatz. Das ist halt nicht nur irgendwie so, davon gibt es ja jetzt auch in letzter Zeit immer mehr so Hackathons, die sich teilweise auch an Jugendliche richten, die halt aber aus einem rein kommerziellen Umfeld kommen, wo es halt quasi nur daran geht, so die nächste Generation der LeistungsträgerInnen auszubilden und halt nicht irgendwie so, wir machen mal diese Welt zu einem besseren Ort. Ich hatte vorher schon ein Interesse irgendwie an Technik, aber da war es viel auch einfach selber machen, selber ausprobieren und so. Und Jugendhack hat das schon nochmal ganz neu befeuert, glaube ich, und halt dem Ganzen auch viel mehr so den gesellschaftlichen Blick gegeben. Und hier in solch einem Format wie so ein Bibliotheksverzeichnis seht ihr dann auch die Buchstaben. Also das Motto mit Gott die Welt verbessern, das Jugendhack ja hat, wird ja auch irgendwie gelebt. Und der Fokus auf die HackerInnen-Ethik und so weiter, das ist halt auch immer irgendwie Teil der Events und halt von allem. Das heißt, das saugt man dann auch einfach so ein bisschen auf und dann hat man auch nochmal einen anderen Blick und macht vielleicht auch einfach andere Sachen. Während Corona, so ein bisschen das Pandemie-Coping, bin ich irgendwie Teil eines kleinen IT-Kollektivs namens Zerforschung geworden. Ich kenne die meisten irgendwie aus dem Jugendhack-Umfeld von verschiedenen Jugendhack-Events. Und da schauen wir uns halt immer so irgendwie Technik an, die uns so betrifft, die wir irgendwie so wahrnehmen. Und als das mit den Schnelltests anfing, haben wir uns halt auch schnelltesten lassen alle mal. Und dann relativ schnell leider angefangen, Sicherheitslücken bei Testzentren zu finden. So gerade sowas wie Zerforschung ist, glaube ich, halt einfach, hätte ich diesen Blick nicht gehabt, wäre ich da vielleicht anders rangegangen und hätte das vielleicht anders gemacht. Und ich glaube, dieses permanente Auseinandersetzen mit irgendwie der HackerInnen-Ethik, mit offenen Daten, mit offenem Wissen, führt irgendwie dazu, dass man auch einfach im Alltag Probleme anders angeht und auch Probleme einfach anders sieht. Ich glaube, dass wir zum Beispiel so sehr bei Zerforschung jetzt so sehr das auch in die Öffentlichkeit tragen, ist halt auch so ein bisschen so ein offenes Gedanke von offenem Wissen und erzähl irgendwie, was du tust. So kommt vom einen ins nächste. Ne? Zur Zerforschung gab es ja gestern schon einen super Talk, den kann man sich jetzt auch schon anschauen. Ja. Tollen Community-Talk bei euch und jetzt haben wir eigentlich schon uns über die Zeit gelabert, richtig? Genau, ich wurde gerade informiert, dass wir maximal 5 Minuten überziehen können, von denen wir jetzt schon nur noch weniger als 2 übrig haben. Das heißt, wir müssen sagen, wann gibt es das zu sehen? Ganz schnell, bald, demnächst. Oder so? Genau. Na? Also, ja. Ne, du bist noch dabei, aber es ist, es kommt bald raus und wer Jugendhack folgt auf irgendwelchen Kanälen oder dir, wird das erfahren, auf jeden Fall. Ich hatte noch eine Frage aus dem Q&A bekommen, wird es Footage frei verfügbar sein oder nur die geschnittenen Versionen? Also du hast schon gesagt, von einigen Sachen gibt es eine Langfassung. Mhm. Ich denke aber nicht, dass das schlau ist, irgendwie 10 Stunden Rohmaterial zu dumpen oder so. Aber wir werden schon vieles verfügbar machen. Ne? So ist es. Und am Ende hat auch bei All Creatures Welcome noch nicht mal irgendwie die meisten Menschen irgendwas benutzt, was da zur Verfügung ist. Gucken ja, aber was machen ist... Wenn da jemand spezielle irgendwas machen möchte, dann kann man ja mal ansprechen, würde ich sagen. Okay, du bist auf jeden Fall erreichbar und du bist ja auch, du hast ja gestern auch noch geengelt und alles, du bist eh im Chaos verknüpft und gehst uns nicht verloren. Wir haben noch ein Rabbit Hole, oder? Was wir erzählen müssen. Ah, oh Gott, ja, das habe ich fast vergessen. Geht doch mal in die Wikipacker-WG und sucht nach einem Rabbit Hole, hüpft durch und setzt euch ein bisschen unter den Baum und entspannt. Genau, also wer jetzt ein Ticket hat und in der RC3 World dabei ist, die Wikipacker WG hat ein Wurmloch, ein Kaninchenloch, wie bei Alice. Und da findet ihr auch schon schöne Aufnahmen. Sandra, ich danke dir total. Wir müssen jetzt aufhören, sonst werden wir abgeschaltet vom X-Sein. Vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank ans X-Sein für die Bühne. Und ihr erfahrt bei Jugendhackt, wann es diese ganzen tollen Sachen zu sehen gibt.
Danke dir. Danke, Philipp. Ja. Danke. Jo. Tschüss alle, macht's gut.